What's up, moin Leute, Vanori am Start und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Zuschauer-Replay. Wir schauen heute dem Guy Rune über die Schulter in seinem M41 Walker Bulldog und Mann, oh Mann, der Typ liebt diesen Panzer wirklich abgöttisch, denn er hat mittlerweile 6 Skills auf seiner Crew und das dauert ewig und 10 Tage, bis man so weit kommt im Panzer, also er spielt ihn wirklich massiv und sehr, sehr viel. Was kann man so alles über den Walker Bulldog schönes sagen? Stufe 7 Light Tank, eine ziemlich gute Sichtweite von 400 Meter standardmäßig durch die ganze Crew und alles. Die Sets natürlich wesentlich erhöht und durch die ganzen Einbauten, die er mit drin hat. 910 Hitpoints hat er, 56 Grad Drehgeschwindigkeit von der Kette und 50 Grad Drehgeschwindigkeit vom Turm machen dieses Ding mit einer 72 Kilometer schnellen, ja, Maschine zu einem absoluten Biest, was es angeht, über das Feld zu hoppeln und Schüssen auszuweichen. Er hat sich allerdings dafür entschieden, hier einen Busch zu nehmen, den man nicht sonderlich oft besetzt sieht. Und er hält auch sein Feuer und lässt seine Teamkameraden hier auf die Gegner draufschießen. Das bringt ein bisschen was Spotting ein, die Gegner können nicht so weit vor und auch hier der Scout, der Spähpanzer 1C, ist so ziemlich im Eimer. Standardmäßig das Ding jetzt, naja, 25 mm eigentlich überall, außer die Wanne hinten am Heck. Da sind es nur 19 mm, also wenn euch irgendwas trifft, dann wird da auch garantiert was durchgehen. Die Kanone Autoloader, wie man sieht, mit einer ganzen Menge Schuss drinne, macht standardmäßig 150 Schaden mit APCR und Heat. Ja, das Ding hat APCR als Standardmunition und HE mit 185 Schaden. 175 mm Durchschlag auf den APCR-Kugeln. Sieht man, reicht vollkommen aus, um so einen Cromwell auf eine größere Entfernung einen mitzugeben. Ja, da ist er aufgegangen. Da möchte er natürlich nicht unbedingt stehen bleiben. Macht hier einen kleinen Auto-Aim auf den AMX-50, auf dem AMX-ELC. Macht hier noch einen schönen Treffer drauf. Den sogar nochmal auf. Wartet, bis er hier ungefähr eingezählt ist und nimmt den jetzt hier hoffentlich gleich raus. Oh ja. Sehr, sehr wertvoll. Hat noch 3 Schuss im Magazin. Man sieht schon, er kann die da relativ schnell raussetzen und er geht auch für den Reload. Denn er zieht sich jetzt erstmal zurück, wartet ein bisschen, bis sich die Wogen im Gegnerteam so ein bisschen geglättet haben, um dann erneut zuschlagen zu können. Auf den Heat-Kugeln, da waren wir gerade stehen geblieben, 210 mm und HE 38. Und wir wissen alle, Heat und HE bleibt gerne mal in irgendwelchen Ketten hängen, also nicht unbedingt zu gebrauchen, wenn man nicht gerade auf wirklich eine flache Panzerung drauf schießt. 13,95 Schuss pro Minute. Man merkt das also, der hat eine eigentlich ganz gute Nachladezeit und mit 0,38 Meter Genauigkeit, ja, kann man auch ein bisschen snipern, wenn auch nicht der beste Sniper ist. Ja, da zielt er nicht weit genug vor, aber mit APCR weiß man das ja nie so genau. Die fliegen nämlich schneller als die normalen AP-Kugeln, da muss man nicht ganz so viel Lead geben. 1,9 Sekunden Einzielzeit reicht also vollkommen aus, um mal eben kurz stehen zu bleiben oder sich eben kurz zu drehen, den Turm, eben 1,9 Sekunden zu warten und dann anzufangen, dem Gegner ein paar Kugeln reinzudrücken. Er setzt hier noch einen Schuss blind hinein, nicht wissend, ob man jetzt den Gegner getroffen hat oder eben auch nicht. Aber das ist nicht weiter schlimm, wenn man so ein Magazin hat wie der Bulldog, das auch recht groß ist, dann kann man es auch schon mal verkraften, wenn man einen Schuss blind setzt. Vor allen Dingen, wenn man gerade nicht sonderlich unter Druck steht. 10 Grad Gun Depression sind auch ein schönes Beiboot quasi, was man sich mit reinholt, wenn man diesen Panzer fährt. Denn man kann an Hügelchen und sowas sehr, sehr gut stehen und nur einen kleinen Teil seines Turms zeigen. Er geht hier für einen kleinen Spotrun, macht ein bisschen was auf. Geht dabei aber allerdings auch selber auf, muss jetzt hier natürlich ein bisschen was in der Gegend herumdüsen, um den Gegner vielleicht offen zu halten und vor allen Dingen auch, um nicht von der Artillerie getroffen zu werden. Es sieht nicht gut aus momentan, 5 zu 7, könnte wirklich besser sein. Er hat allerdings auf der einen Seite momentan keine besonders gute Möglichkeit, sein Team zu unterstützen. Da steht zwar, wie es aussieht, noch ein Prot rum. Gucken wir mal ganz kurz, da hinten ist ein Prot und ein KV-85. Die beiden sind allerdings nicht unbedingt in der Lage, richtig viel zu machen. Stattdessen entscheidet sich unser Guy Rune darauf, dass er
lieber die Flanke wechselt. Andere Seite der Bahnschienen, da scheint ein bisschen was los zu sein. Und so ein TVP, das ist eigentlich ein gefundenes Fressen. Oh ja. Na, der erste Schuss ist auf jeden Fall abgeprallt. Kann er noch einen zweiten Schuss anbringen? Nein, kann er nicht. Wird allerdings getroffen von der IS-3 und das tut richtig weh, wenn man nur 910 Lebenspünktchen hat und auch der Turmring wird da beschädigt. Also ein präziser chirurgischer Schuss von der IS-3, was man von so einem großen Panzer, selbst wenn er ganz eingezählt ist, eigentlich nicht unbedingt erwartet. Wer weiß, ob er da überhaupt genau hingezählt hat. Immer weiter bewegen, 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 den Gegner offen halten, eine weitere Position hier einnehmen, um eventuell noch Schüsse auf den Gegner zu setzen. IS frontal mit 175mm ist halt schon ein bisschen hart zu knacken, reicht aber vollkommen aus, um da ordentlich Schaden anzurichten und den Gegner rauszunehmen. Jetzt ist die Frage, oh ja, da kommt der T-34-2. Wird Gairun aufgehen? Ja, er wird aufgehen, allerdings, ein Abpraller und der Gegner brennt. Ja, deswegen nimmt man sich einen Feuerlöscher mit und auf solchen Stufen eventuell sogar schon einen automatischen, zumindest wenn man das Gold oder die Credits dafür hat, so viel auszugeben. 4 Kills hat er mittlerweile hingelegt. Wie viel Schaden er gemacht hat, wissen wir momentan nicht, da ich die Mods erstmal rausgeschmissen habe, weil World of Tanks mit diesen ein wenig instabil bei mir läuft momentan mit 9.14. Glücklicherweise verschießt der Skoda, da der Bulldog dann doch ein bisschen zu schnell ist und nicht weit genug vorzielt. Das war die Arti, die da versucht hat, noch einen Treffer zu landen. Er kann hier nicht wirklich allzu lange stehen bleiben, da die Arti natürlich jetzt versuchen wird, ihn rauszunehmen, denn er hat schon 4 Kills und er hat immer noch einen Großteil seiner Hitpoints. Nimmt hier einen Gegner nach dem anderen raus, vor allen Dingen Leute, die nicht sonderlich viel Leben haben, wie es scheint, aber sowas ist besonders wichtig. Weniger Kanonen bedeutet weniger Schaden, den der Gegner einem zurückgeben kann. Die IS-3, die vorher noch unserem lieben Gairun einen mitgegeben hat, schön in den Turmring hinein, ist jetzt mit 3 Artillerien so ziemlich alleine auf dem Feld unterwegs. Die Frage ist nur, wo ist die eigentlich? Wahrscheinlich auf dem Hügel, denn von dort oben aus kann man auch mit einer IS-3 runterschießen, zumindest auf eine etwas größere Entfernung, denn dieser Panzer hat nicht sonderlich gute Gun Depression, was Gairun eventuell zum Vorteil gedeihen könnte. Außer natürlich, sie steht mit ihm auf dem Feld und zeigt einem den Arsch. Oh, damit hat er wahrscheinlich nicht gerechnet, dass die IS-3 sich so schnell drehen kann. Versucht hier weiter in den Hintern von der IS-3 reinzuschießen und schafft es am Ende dann auch flockig, diesen rauszunehmen. Jetzt heißt es wieder Bewegung, 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 denn ja, es gibt immer noch 3 Artillerien im Gegnerteam, auch wenn eine es geschafft hat, Gairun noch einen Kill abzunehmen und damit wieder einen gewissen Vorteil für sein eigenes Team rauszuhauen. 5 Kills, Top Gun ist in Sicht und jetzt, wo nur noch Artillerie da ist, kriegen auf einmal alle ihre Männerhosen, ziehen ihre Männerhosen an und preschen vorwärts, wie zum Beispiel auch dieser Cheffy, der doch, auch wenn er nur in Stufe 5er ist, doch ein ziemlich guter Panzer ist und der wahrscheinlich durchaus auch hätte mehr machen können. Aber wie das eben so ist, die Leute kommen am liebsten erst dann raus, wenn das Spiel quasi schon vorbei ist und man noch 1-2 Kills abfarmen kann, beziehungsweise man nicht mehr sonderlich groß Gefahr läuft, vom Gegner rausgenommen zu werden. Die Lore, das hätte wirklich schlimm enden können da an der Stelle. Hat er allerdings noch Glück, den rauszunehmen, schnappt sich den 7. Kill. Kann er den 8. vielleicht sogar noch machen? Das wäre doch ein richtig schöner Abschluss, alle 3 Artis rauszunehmen am Ende. Die Frage ist nur, wo ist die gegnerische Arti, die letzte? Sieht nicht so aus, als wäre sie hier. Ja, Cheffy, du bist ein ganz großes Kino. Das ist natürlich doof, dass dort die Arti jetzt ist. Die Su ist da an einer ganz guten Position und der Cheffy hat einen ganz kleinen Vorsprung. Sieht aber ganz danach aus, als würde es die Su machen. Und Gairun fährt gar nicht erst irgendwie in die Richtung großartig. Also eine recht rasante Runde für den M41 Walker Bulldog. Am Anfang vielleicht ein bisschen zu wenig Action. Oder was heißt zu wenig Action? Der Gegner hat sich einfach nicht sonderlich viel gezeigt. Auch wenn Gairun einiges aufgemacht hat da an der Stelle, wäre es doch schöner gewesen, wenn sie alle schön der Reihe nach, einer nach dem anderen, die Flanke
runtergefahren werden. Aber am Ende hat es ja dann doch noch irgendwie funktioniert. Schauen wir uns das Ganze doch einmal in den Endstats an. Am Ende war es das Panzerass, wer hätte es anders erwartet, und Glückspilz hat er da gekriegt, den kleinen Lucky, denn er hat gesehen, wie ein Gegner einen anderen Gegner rausnimmt. Das war wahrscheinlich die S3, die am Ende dann direkt vor seiner Nase gestorben ist. Das war die eigene Art, die M44, die den wahrscheinlich rausgenommen hat. Großkaliber und Top Gun, also Krieger dabei mit 3729 Schaden, 7 Kills, 1633 Standard-Erfahrungspünktchen. Und man sieht schon, die Gegner waren zwar nicht so schlecht, auch in Garun seinem Team gab es einige Leute, die nicht sehr viel Schaden gemacht haben, aber das Glück war dann am Ende auf seiner Seite und vor allen Dingen das Können, was er an den Tag gelegt hat, indem er ständig die Flanken gewechselt hat und immer in Bewegung blieb. 34 Schuss hat er abgegeben, 28 davon haben getroffen, 25 davon sind durchgegangen, wie gesagt, mit schönen 3700 ein paar zerquetschten Schadenspünktchen, dazu nochmal 1700 Spotting mit dabei, und da er keinen Premium-Account hatte, hat er leider nur 21.000 Silber plus gemacht und 1633 Erfahrungspünktchen. Ja, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ja, dann lasst doch einfach ein Däumchen nach oben da. Wenn ihr eine richtig geile Runde hattet, dann schickt sie mir doch einfach zu. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist unten in die Videobeschreibung gehen und dem Link folgen auf youtubereplays.eu. Dort euer Replay hochladen und es mir anschließend zu der ebenfalls in der Videobeschreibung stehenden E-Mail-Adresse schicken. Ansonsten wünsche ich dir natürlich noch viel Spaß beim selber zocken. Man hört und sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.